Du wort vertalt, dort in Deutschland, es ein Grof. Tau je Zement, über das Zement, der Steiner ganz zwei Jahre. Du hast ein sehr bekannter Mann begruft, wo wenn er nach Leben deut, dann seht er immer, dort jaft kein Gott. Der Geschicht von Gott, dort ist eine ungedachte Geschicht. Und die Dauders waren abstunden, sind jaftet nicht, dort ist eine Dummheit. Und wenn er gestorben deut, dann bestellt er vor sein Daut, dort sein Grof soll mit großen Steinen, mit Zement, Tau gemerkt und mit Isa der Eva dort nicht mehr abgehen. Und ab den Grofstein, die Leute hinabschrieben, das Grof, das ist Tau für immer. Die Menschen deuten, dass er bestellt hat, aber nicht lange Zeit, nur dem, wo der Grof durch sehr fein Tau gemerkt wird, voll durch ein kleiner Südkorn, dich bei an eine kleine Rahne. Und er fängt an der Stadt abzugehen, und er fängt an den Baum zu wachsen. Und nicht lang, nicht viele Jahre nur dem, fängt der Zement die Steine an abzuheben. Die Wolken und die Steine und ihre Zement hauben, werden dicker und der Zement brügt weh. Dort Grof ging oben. Und wie mehr so, als wenn Gott sich spotten deut über diesen Mann. Und ihr seht, check, eine kleine Sucht bragt alles weh. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18 sagt dort, für dich wird du nicht glauben, es dort wird Gottes eine Dummheit. Aber für dich wird wie glauben und Gott und Jesus Christus, für uns ist das Wort Gottes eine große Kraft. Wie feiern wir da Weihnachten? Und für viele Menschen ist Weihnachten viel das Wort aus Gottes Kraft. Aber für uns, was wir glauben, was wir Kinder Gottes sind, ist diese Weihnachten war eine Zeit, wo uns bewiesen, wie groß und allmächtig uns vor dem Himmel ist. Dort er sie in einzigen Sehen in dieser Welt schickt, um uns raten, um uns stärken, um uns Kraft geben. Und über alles, um uns eine gute Zukunft geben. Liebe Freunde, ich will in dieser Weihnachtszeit Mut sprechen. Zu glauben, fest zu halten. Gott sein Wort sagt in Hebräer, dort, wir sollen glauben, wir sollen hoffen, ab Wort, wenn wir nicht sein. Wenn Jesus noch nicht geboren ist, gerade nicht. Aber wir sein im Glauben und wir hoffen. Und wir nehmen das Wort Gottes, diese Weihnachtsgeschichte an, aus einer Kraft Gottes. Und nicht aus einer Dummheit. Gott ist allmächtig, auch in dieser Weihnachtszeit. Mag Gott die Sehnen und eine frohe Weihnachtszeit geben.